ist immer wichtig, den Leuten hier die alte Kunst noch zu zeigen. Denn Druckerkunst hat es ja immer geheißen. Also, wir haben auch immer den Schlachtruf gehabt, Gott grüßt die Kunst. Also ich werde euch hier erklären, wie die Buchdruckkunst entstanden ist. Warum? Weil das war ja das Wichtigste. Im Grunde genommen für unsere Weiterbildung und so weiter. Denn vor der Buchdruckkunst, also vor den Einzelbuchstaben, hatte man ja nur Bücher, die von Hand geschrieben wurden. Diese Walzen, die müssen jetzt auf die Druckform einfärben. Irgendwas hat sich da verzögert jetzt. Die alte Methode, weil ich glaube, die alte Methode ist mehr schwer als heute. Heute ist, Gott sei Dank, heute wir haben viele Hilfe von elektronischen Apparat, aber früher damals, die Leute brauchen mehr Zeit als uns, um etwas machen. Und ich respektiere die alte Methode sehr, sehr viel. Mhm. Vielen Dank. Ich finde, die Bilder zu drucken ist auch sehr schwer als heute. Mir hat gut gefallen, die Maschinen hinten, weil ich denke, dass gut, auch die Buchstaben sind schwer zu machen, aber die Maschine hinten ist noch schwerer zu machen, muss präzise sein und ich denke, ist noch interessant für mich, weil viele Mechanismen sind drin und ich finde es noch schwerer, die Maschine zu bauen, als die Buchstaben. Und das ist angeordnet oben an den Großbuchstaben vom ABC und die Zahlen und hier unten dann nach der Häufigkeit. Weil ein E, ein N, M, O, D, A und so weiter, die brauchen wir ja öfters. Deshalb hat man die hier unten angeordnet. Ich finde vielleicht, wenn ich lebe in dieser Zeit, vielleicht arbeite ich auch bei einem Drucker. Vielleicht, ja. Aber ja, arbeiten mit Bitter ist immer meine, was heißt? Traum. Nicht meine Traum, aber ich enjoy.
Wenn ich die schmutzigen Finger sehe.